Der Oberlauf der Lippe von ihrer Quelle über Paderborn, Lippstadt bis nach Lippborg wird fortlaufend renaturiert. 5 größere Projekte stellen wir hier vor. Das erste große Projekt an der Lippe für eine umfassende Renaturierung von Flussbett und Auen fand in der Klostermärsch statt. 1996 war die Lippe hier, wie fast überall, schmal und tief ausgebaut. Dann rollten die Bagger an, verbreiterten den Fluss auf über 40 Meter und hoben das Flussbett um rund 2 Meter an. Die naturnahe Entwicklung der neu geschaffenen Flusslandschaft mit Einbindung der Auen hat selbst Fachleute positiv überrascht. In der nunmehr flachen Lippe entwickelte sich in kurzer Zeit ein Dschungel aus Wasserpflanzen. Fische wie die Barbe und die stark bedrohte Quappe kehrten zurück. In den angrenzenden Auen weiden seitdem urwüchsige Taurusrinder. Sie sollen mithelfen, dass ein Mosaik aus Wald und offenen Landschaftsbereichen entsteht und gestalten diesen neuen Lebensraum der Lippe aktiv mit. Ursprünglich floss die Lippe einmal durch diesen See, der durch Abgrabung von Sand und Kies entstanden ist. Die Seepassage hat das Wasser übermäßig aufgewärmt und die natürlich mitgeführten Geschiebe aus Steinen und Holz lagerten sich am Seegrund ab. Am Auslaufbauwerk war Schluss mit der Durchgängigkeit für wandernde Fische. In mehr als 5-jähriger Bautätigkeit ist ein komplett neu gestalteter Flussverlauf neben dem See entstanden. Die hohen Erwartungen an das Projekt haben sich erfüllt. Schneller als gedacht kam die Natur zurück. Bereits das erste Hochwasser gestaltete den Lippeverlauf in der Umflut völlig neu. Weite Kiesbänke zeugten von der beginnenden dynamischen Entwicklung. Sich selbst überlassen und flach vom Wasser überströmt, entstanden ideale Bedingungen für Wasserpflanzen und typische Fische dieser Region wie die Groppe. Eine breite Palette von Wasserinsekten kehrte zurück. Auch Eschen wanderten in die Lippe-Seeumflut ein und konnten sich hier bereits erfolgreich vermehren. Für den neu geschaffenen Lippeverlauf, wie auch den See, ist eine außergewöhnliche Win-Win-Situation entstanden. Breit präsentiert sich die Lippe jetzt als naturnaher Fluss. Neue Flussschleifen eingebettet von weitläufigen Auen und ein Netz aus verzweigten Flutrinnen sind entstanden. Nach den Bauarbeiten entwickelten sich wilde Bereiche. Abbruchkanten an den Ufern sind jetzt von Uferschwalben bewohnt. Heckrinder und Konix sollen die Entwicklung einer halboffenen Auenlandschaft unterstützen. In dem von Gehölzen und Gebüsch durchzogenen Gebiet brüten viele Vogelarten, darunter regelmäßig Neuntöter. In den feuchteren Bereichen leben zahlreiche Amphibien. Auch die einzige heimische Froschart, die klettern kann, hat hier ein neues Refugium gefunden: der Laubfrosch. Für Wasservögel ist die Hellinghauser Märsch als Rast- und Überwinterungsgebiet besonders wichtig. Die häufig überfluteten Auen wirken nach der Renaturierung auf sie wie ein Magnet. Wie schnell eigendynamische Entwicklungen in Gang kommen, zeigt diese erfolgreiche Renaturierung am Tallehof. Ein kurviger Verlauf, dichte Vegetation und umgestürzte Bäume sind erste Ansätze einer wilden Flussnatur. An derselben Stelle, wenige Jahre zuvor, sah die Lippe direkt nach Abzug der Bagger noch ganz anders aus. Das Wasser sucht sich seitdem seinen Verlauf weitgehend selbst. Für Planer und Gewässerbauer ist diese erste Phase der selbstinitiierten Gewässergestaltung ein wichtiger Prozess.
Durch die Kraft des Wassers entstehen Nebengerinne, Ausspülungen, Treibholzablagerungen. Erste Pflanzen wachsen und besiedeln damit Uferstreifen. In den Flusskurven wird am Prallhang die Lippe langsam tiefer, während sich gegenüber Kies ablagert. Höhere Kiesinseln begrünen sich schnell. Kleine Steilufer brechen ab und verbreitern die neue Lippe. Umgestürzte Bäume stauen weiteres Totholz an und Weiden fassen an den Ufern Fuß. Mitten in der Strömung ist die Lippe noch vegetationslos, während auf seichten Sandbänken die ersten Wasserpflanzen wachsen. In tieferen Ausspülungen, den Kolken, bilden sich unter Erlen- oder Weidengebüsch ideale Verstecke für Fische. Und letztlich belegen eingewanderte Eschen, dass die Lippe geeignete Lebensräume äußerst erfolgreich selbst schaffen kann. Dies ist jedoch erst ein Anfang, denn die Kräfte des fließenden Wassers verändern immer wieder die augenblickliche Gestalt der Lippe, auch wenn Zivilisationsansprüche manchmal Grenzen setzen. Wie bei allen grundlegenden Renaturierungen an der Lippe ist der Fluss auch hier in der Westernmärsch entfesselt und der Lauf verlängert worden. Ausufern darf das Gewässer ebenfalls, denn Befestigungen gibt es keine mehr. Die Auen sind bis zu 100 Tage im Jahr überschwemmt und befinden sich erst am Anfang ihrer aktiven Entwicklung. Die Kiesbänke am Gewässergrund verlagern sich und bleiben in Bewegung. Mit Flussschleifen ist die Lippe um ca. 1 Kilometer länger geworden. Längere Fließstrecken reduzieren die Geschwindigkeit des Wassers. Totholz und dichte Pflanzengesellschaften bilden kleinräumige Mosaike für vielfältiges Leben. Die Renaturierungen an der Lippe gehen weiter. Überall wird im Fluss nach einer Umbauphase und Initialgestaltung die weitere Entwicklung selbst überlassen. Die Chancen zur Verwirklichung einer naturnahen Lippe von der Quelle bis zur Mündung stehen gut.